Hallo. Hi, willkommen in meinem Laden. Brauchst du eine Postkarte oder einen authentischen birikanischen Keramikteller? Irgendwas, das dich an deinen unglaublichen Urlaub erinnert? Ich bin nicht im Urlaub. Oh, verstehe. Tatsächlich. Du siehst irgendwie vertraut aus. Oh, warte, ich kenne dich doch. Du bist doch das Kind von Aina, richtig? Meine Güte, wie groß du geworden bist. Das letzte Mal, als sie dich in meinen Laden trug, warst du noch ein kleines heulendes Baby. Daran kannst du dich bestimmt nicht mehr erinnern, richtig? Klar, ich kann mich an alles erinnern, was ich als kleines Baby gemacht habe. Gott, diese Leute. Und schau jetzt an, ein neuer Lehrling. Wahnsinn. Nun gut, was kann ich für dich tun? Suchst du was Bestimmtes? Ein Surfbrett. Das tut mir leid. Ich habe das allerletzte Surfbrett gestern verkauft. Das war ein cooles Board. Sophia hat es gekauft. Ich soll nächste Woche noch mehr reinbekommen, wenn es dir nichts ausmacht zu warten. Eine Thermeszenzflasche. Klar, eine Thermeszenzflasche habe ich noch übrig. Einen Moment. Hier ist sie. Kein Bändiger sollte ohne Thermeszenz unterwegs sein. Das ist kräftiges Zeug, deswegen ist das Fläschchen auch so klein. Eine Dosis reicht aus, um dein gesamtes Team zu heilen. Aber hey, es wäre mir unangenehm, einem Freund der Familie Geld abzuknüpfen. Machen wir stattdessen etwas anderes. Ich gebe dir die Thermeszenzflasche gerne umsonst, wenn du es mit deiner Bänderkarriere ernst meinst. Wie soll ich mich beweisen? Wenn du aus Zala gekommen bist, hast du vielleicht ein paar wilde Temtem auf dem Weg hierher gefangen. Das ist das Mindeste, was ich von einem Bändiger erwarte. Bring mir irgendein Temtem von der Parsinenküste. Jeder halbwegs vernünftige Lehrling sollte das können. Ich habe ein Pharao. Was für ein liebreizendes Vögelchen. Schau dir nur diese flauschigen Federn an. Das ist ein guter Fangcase. Sehr gut, ich denke, du hast das Zeug zu einem guten Bändiger. Hier ist die Thermeszenzflasche. Wie gesagt, Thermeszenz ist sehr stark. Deswegen tragen Bändiger für gewöhnlich auch nur eine Dosis in einem Fläschchen mit sich herum. Aber keine Sorge, du kannst sie jederzeit an einer Heiltem-Maschine im Temporium wieder auffüllen. Und manche Leute haben noch einen extra Vorrat an Thermeszenz. Oh, wir haben eine super Heilflasche. Ein Fläschchen mit Thermeszenz, das ausreicht, um dein ganzes Team zu heilen. Kann an Heiltem-Maschinen und von bestimmten Charakteren wieder aufgefüllt werden. Erhält eine Dosis. Aha. Was mit dem Surfbrett? Hast du ein Surfbrett? Oh. Life is pain. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz hier in das Temporium. Und gehen hier unseren Temtems heilen. Im Temtem-Deck findest du alle gebändigten Temtem, wenn du keinen Platz mehr hast. Ja, gut. Wir haben ja das Schwein leider nicht gefangen. Guten Tag, hast du schon mal Heil? Natürlich. Aber klar, weiß ich, wie die funktionieren. Wir wissen auch, wie sie funktionieren. Guten Tag. Kaufen wäre schön. Duft, Temtem-Karte, Aufwacher, Beleber, Gegengift. Ich brauche eigentlich ein paar Salben. Eigentlich brauche ich noch ein paar Salben. Und da ich jetzt sowieso schon pleite bin, kann ich auch noch so. Temtem-Karten brauchen wir nicht. Wir haben ja noch keine verwendet. Okay, ich glaube, die Akademie ruft. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich zur Schule. Ich weiß, wir wollen alle nicht. Hallo? Hey, du musst hier neu sein. Cool, willkommen in der Akademie. Hallo, ich bin Case. Ich weiß. Max hat es mir erzählt. Ich bin jedenfalls Tara. Max wer? Ha! Yo! Ich hab niemanden geringeren als Sophia gesehen, wie sie euch zwei die Stadt gezeigt hat. Ihr beide müsst echt mächtige Freunde haben. Das hab ich wohl. Nicht wirklich. Ja, das hab ich wohl. Keine falsche Bescheidenheit, wie ich sehe. Ist ja klar, dein erster Tag an der Akademie und Dojo-Meisterin Sophia kommt dich höchstpersönlich begrüßen. Also bin ich jetzt cool? Okay, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Schau dich an. Dein Ego ist jetzt schon aufgeblasener wie ein FOMU. Jedenfalls sind wir alle hier, um zu lernen, wie man Temtem bändigt und nicht, um den ganzen Tag zu quatschen. Wir sehen uns in der Klasse. Ah, da hat er es übertrieben. Er kann mit Frauen nicht reden. Man merkt, das. Oh Mensch, das ist schlimm. Hallo. Willkommen in der Akademie, Case. Solltest du nicht in irgendein Klassenzimmer sitzen? Ich habe selbst überhaupt gar keine Ahnung. Ich will nicht lernen. Ich setze mich hier hin. Meister die Werte deiner Temtem. Von Mr. Di Amato. Jede Spezies von Temtem wird durch 7 verschiedene Stärkewerten ausgezeichnet. LP zeigen an, wie viel Schaden ein Temtem erträgt, bevor es ohnmächtig wird. Gs Geschwindigkeit bestimmt, wie schnell die Temtem im Kampf agieren. Temtem mit hoher Geschwindigkeit sind meistens die ersten, die in jeder Runde attackieren können. Angriff und Spezialangriff bestimmen, wie viel Schaden ein Temtem mit physischer bzw. speziellen Techniken anrichtet. Verteidigung und Spezialverteidigung bestimmt, wie viel Schaden ein Temtem ignorieren kann, wenn es mit physischen bzw. speziellen Techniken attackiert wird.
Ausdauer bestimmt, wie viel Technik in ein Temtem-Programm ausführen kann. Die Werte für die Statistiken werden von zwei Faktoren bestimmt. Die Basiswerte der Spezies, zu der das Temtem gehört, kombiniert mit den diesem spezifischen Temtem zugehörigen EW und TW. EWs Einzelwerte sind einzigartig und jedes einzelne Temtem bestehend aus Werten zwischen 1 und 50. EWs werden bei der Geburt festgelegt und können nicht verändert werden. TWs, Trainingswerte, werden angesammelt, wenn das Temtem gegen andere Temtem kämpft. Jeder Statuswert kann TW zwischen 0 und 500 Punkte besitzen. Jedes einzelne Temtem kann nicht mehr als 1000 TW erhalten. Meistere diese Statuswerte, um dein volles Potenzial als Temtem-Bändiger zu entfalten. Hallo, junger Schüler, wie heißt du? Guybrush. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Such dir jedenfalls einen Platz. Wir wollen gerade mit dem Unterricht beginnen. Was? Bitte öffne alle eure Temtem-Statistik. Meister, Buch auf Seite 6. Erstmal sagen, dass wir. Ich versuche mir einen Platz zu suchen, aber ich darf hier nicht sitzen. Ich darf hier nicht sitzen. Systema Temtema von C. Linnea, aktualisiert von Guy und Dreides. Temtem-Spezies werden derzeit in 12 elementaren Arten angeordnet. Jede Art hat ihre eigene Stärke und Schwäche gegenüber anderen Arten. Jeder Bändiger muss diese Zwischenwirkung erlernen und verstehen. Feuer-Temtem sind so mächtig und unberechenbar wie offenes Feuer. Sie sind stark gegen Natur und Kristall, aber schwach gegen Wasser und Erde. Wasser-Temtem lieben es zu planschen und herumzutollen. Sie sind stark gegen Feuer, Erde und Digital, aber schwach gegen Natur und Gift. Natur-Temtem koexistieren neben Flora und Fauna. Sie sind stark gegen Wasser und Erde, aber schwach gegen Feuer und Gift. Elektro-Temtem wurden einst als Gewittergeister verehrt. Sie sind stark gegen Wasser, Mental, Wind und Digital, aber schwach gegen Natur, Erde und Kristall. Das werde ich mir niemals merken können, ich bin jetzt schon überfordert. Erde-Temtem sind typischerweise robust und solide Kreaturen. Sie sind stark gegen Feuer, Elektro und Kristall, aber schwach gegen Wasser und Natur. Mental-Temtem verhalten sich zunächst oft distanziert und geringschätzig. Sie sind stark gegen Na Neutral und Kampf, aber schwach gegen Kristall. Wind-Temtem werden oft dabei beobachtet. Was zum Teufel? Was ist Mutes los? Und ich geh. Was? Ich verlass bitte diesen Raum. Geh bitte. Das macht mich fertig. Danke. Tschüss. Wind-Temtem werden oft dabei beobachtet, um die talasischen Klippen zu flie mein, zu fliegen. Sie sind stark gegen Gift, aber schwach gegen Elektro. Digital-Temtem sind Hybrid-Kreaturen, die in Nanto hergestellt werden. Sie sind stark gegen Mental und Kampf und sie haben keine Schwächen. Kampf-Temtem werden fürs Kämpfen gezüchtet und sie sind äußerst begabt darin. Sie sind stark gegen Erde und Kristall, aber schwach gegen Mental. Kristall-Temtem sind faszinierende mineralische Lebensformen. Sie sind stark gegen Elektro und Mental, aber schwach gegen Feuer und Erde. Gift-Temtem ernähren sich von Chemikalien, die anderen Temtem töten würden. Sie sind stark gegen Wasser und Natur, aber schwach gegen Wind, Digital und Kristall. Sogenannte Neutral-Temtem repräsentieren eine Vielzahl von Temtem, die sich in keiner klaren Kategorie einordnen lassen. Sie haben keine besonderen Stärken, sind aber alle schwach gegen Mental. Mach mich fertig. Oh ja, hallo, du bist bestimmt. Wo ist die Liste noch gleich? Cased? Hi! Hallo! Bitte setz dich und hör zu. Also, fangen wir an. Wer von euch kann mir alle elementaren Feuer-Temtem nennen? Irgendwelche Freiwilligen? Ich sitze. Okay, das war jetzt nicht sehr. Oh Gott, wir können hier zu viel lernen. Temtem-Techniken haben mein Leben verändert. Von Mary Temdo. Techniken sind spezielle Angriffe. Temtem erlerne Techniken, wenn sie im Level aufsteigen, aber sie können in jedem Kampf jeweils nur 4 Techniken ausgerüstet haben. Wie Temtem sind auch Techniken nach Element geordnet. Sie haben jedoch zusätzliche Kategorien, nämlich physisch, speziell und Status. Statustechniken verursachen keinen Schaden, aber sie können bestimmte Zustandsveränderungen erzeugen, die Statuswerte eines betroffenen Temtems temporär verbessern oder verschlechtern. Physische und spezielle Techniken hingegen sind offensive Manöver. Wie viel Schaden sie anrichten, hängt von Angriff, Spezialangriff des Attackierenden und Verteidigung, Spezialverteidigung des verteidigenden Temtems ab. Techniken können außerdem über Folgendes verfügen.
Ausdauerkosten. Sie senken die Ausdauer des ausführenden Temtems, wenn sie benutzt werden. Einen Wartewert. Die Temtem muss mindestens so viele Runden aktiv im Kampf teilnehmen, bevor die entsprechende Technik benutzt werden kann. Priorität. Bestimmt die Reihenfolge der ausgeführten Technik im Kampf. Temtem mit hoher Geschwindigkeit sind normalerweise zuerst dran, aber die Priorität einer Technik kann diese Reihenfolge verändern. Ein letzter Punkt, den sich zu merken lohnt. Für ein Temtem eine Technik seines eigenen Elementartyps aus, erhält die Technik einen Schadensbonus. Puh. Was führt dich zu uns? Ist das hier meine Klasse? Nein, es ist nicht. Ich bin die Schulleiterin und dies ist mein Büro. Außerdem bin ich furchtbar beschäftigt. Gibt es einen Grund, aus dem du hier sein solltest? Kann ich dir irgendwie helfen? Du mir helfen? Du sollst deine Nase tiefer in irgendwelche Bücher vergraben. Es gibt ja doch etwas, das du für mich tun kannst. Kennst du Yusuf und Roger? Das sollten Klassenkameraden von dir sein. Nö. Nun, ich kann sie nirgends finden. Sie schwänzen ständig den Unterricht, so wie du. Wow. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir langsam Sorgen um sie. Kannst du sie für mich finden? Irgendein Tipp? Ich weiß nur, dass Roger sich ziemlich oft darauf gefreut hat, ein Surfbrett zum Geburtstag geschenkt zu bekommen. Das war letzte Woche. Wo hast du sie denn gesehen? Leider habe ich sie heute noch gar nicht gesehen. Ja, ich helfe dir. Also gut, bitte sei diskret. Wir wollen auf keinen Fall Carlos involvieren und eine offizielle Untersuchung daraus machen. Die Akademie hat einen guten Ruf zu verlieren. Komm zurück, wenn du sie findest. Im Gegenzug bekommst du garantiert gute Noten. Wow, garantiert gute Noten, das ist doch auch was. Statu Vademenku von Nala Malabala. Statusveränderungen sind Zustände, die in Temtem im Kampf betreffen können. Es gibt insgesamt 14 Statusveränderungen. Unterkühlt und gefroren. Ein Temtem, das zweimal unterkühlt wird, friert ein. Gefrorene Temtem können nicht angreifen, bis sie auftauen. Einschlafen. Das Temtem kann nicht angreifen. Es wacht jedoch auf, wenn es angegriffen wird. Gefangen. Die betroffenen Temtem kann nicht ausgetauscht werden. Verloren. Wenn der Rundenzähler 0 erreicht, wird das verlorene Temtem ohnmächtig. Überladen. Das Temtem verliert einen Item-Effekt, den es ausgerüstet hat und kann es nicht nutzen, solange es überladen ist. Vergiftet. Das Temtem verliert ein Achtel seiner maximalen Lebenspunkte pro Runde. Verbrannt. Das Temtem verliert ein Sechzehntel seiner maximalen Lebenspunkte pro Runde und sein Angriff ist um 30% reduziert. Erschöpft. Ausdauerkosten sind um 50% erhöht. Gestärkt. Ausdauerkosten sind 50% niedriger. Immun. Das Temtem ist immun gegen neue Statusveränderungen. Regenerieren. Das Temtem heilt ein Zehntel seiner maximalen Lebenspunkte pro Runde. Isoliert. Ein isoliertes Temtem kann keine Synergie nutzen. Neutralisiert. Die Stärke und Schwäche des Temtems werden ignoriert. Ein Temtem kann bis zu 2 aktive Statusveränderungen gleichzeitig haben. Wenn eine neue Statusänderung zugefügt wird, verschwindet die älteste der beiden aktiven. Statusveränderungen sind nicht flüchtig. Das bedeutet, sie verschwinden nicht, wenn das Temtem ausgewechselt wird. Und sie bleiben zwischen Kämpfen erhalten. Oh. Hallo. Bitte sei beim nächsten Mal pünktlich. Der heutige Unterricht ist fast vorbei. Hey, ich bin pünktlich. Ich setze mich. Guck mal, hier darf ich mich nicht hinsetzen. Hier darf ich mich hinsetzen. Vielleicht darf ich mich auch nur von der Seite hinsetzen. Ja. Ich sitze immer ganz hinten. Da kann ich immer Dummheiten machen. Natürlich macht man in Schulen keine Dummheiten. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was meine Aufgabe ist. Ich rede nochmal mit dir. Wolltest du bitte nicht den Unterricht... Oh. Hallo, hier ist gar kein Unterricht. Hier laufen nur die Schüler hin und her. Geht's raus. Keine Lust mehr. Hallo. Frustrierter Surfer. Oh, schau dir das an. Der Wind ist perfekt. Die Wellen. Alter, ich wünschte, ich hätte ein Surfbrett. Wohin würdest du... Wo hast du das... Alter, Louis hat in seinem Laden ziemlich coole Boards verkauft. Ich habe den ganzen Frühling lang gespart, um mir eins zu kaufen. Und jetzt habe ich endlich die Panasus... Und alles ist ausverkauft. Verdammte Touristen. Wohin würdest du gehen? Oh, ich könnte hier am Indigo-See starten, um mich aufzuwehren. Dann würde ich die Wellen am Pier mitnehmen. Weißt du eigentlich, dass es eine Höhle in den Klippen gibt? Die Strömung ist echt klasse, Alter. Und dann weiß nicht, vielleicht geht's dann nach Turuquets. Wäre mal was anderes. Oder zumindest Indigo? Ja, viel Glück. So. Finde Yusuf und Roger. Ha, Mann, die haben ja alle ein Surfbrett. Die geben an mit ihrem scheiß Surfbrett, diese blöden Leute. Ich wollte gerade die Leiter hochgehen.
Extrablatt, Extrablatt. Oh nee, nein, danke. Ich habe gerade keine Energie mehr zum Lesen, ehrlich gesagt. Hallo, ich suche. Hey, du bist außerhalb. Tut mir leid, dass wir heute nicht miteinander rumhängen konnten. Ich musste für die Prüfung lernen. Ich bin ein neuer Mitbewohner. Coole Geschichte, aber schau dich mal um. Wir haben kein drittes Bett, sorry. Ich sollte auch lernen gehen. Ach, komm schon, hängen wir ab. Das ist verlockend, aber ich muss Temtemologie packen. Wenn ich nach Airbury will. Nur noch ein kleines Nickerchen und dann lerne ich weiter. Ich sollte auch lernen. Na dann, viel Glück. Ja, was auch immer du willst. Das muss warten. Ich lerne für Tempologie. Sollen wir uns über Tempologie unterhalten? Alter, nein. Die sind alle total unfreundlich. Ich weiß gar nicht, was los ist. Keiner will mein Best Buddy hier sein. Jo, quietschen. Hallo Fremder, was führt dich nach Berwicker Bay? Geschäft oder Vergnügen? Vergnügen. Ah, du bist hier, um unseren wunderbaren Strand zu genießen. Das ruhige Ufer. Ich bin Case. Oh. Privatdetektiv, ich kann nicht mehr. Du musst also der neue Lehrling von Charlos sein. Interessant, ich hatte gedacht, dass er sich nicht helfen lässt. Er war immer ein einsamer Volk. Muss das zunehmende Alter sein. Wie dem auch sei, lass dich nicht von ihm aufhalten. Viel Spaß. Irgendjemand hat ein neues Surfbrett bekommen und ist jetzt der dicke Macker. Hallo, du bist gekommen, um die Ozeangleiche zu befunden? Ja? Ah, dann teilen wir eine Leidenschaft. Gegrüßt seist du, mein ozeaphilischer Freund. So, was machst du so? Ich studiere natürlich den Silaro, den Topographie seiner sumarischen Submarinen, Kämme und Vertiefungen, seine Ebbe und Flut, sowie den denziweiten Effekt seiner Zweige und Strömung. Das ist ein einzigartig natürliches Ergebnis. Nichts anderes im Archipel kann damit verglichen werden. Ich muss gehen. Ich muss einfach gehen. Hallo, ist der perfekte Zeit zum Schwimmen, nicht wahr? Ich mag Wasser überhaupt nicht, wirklich. Also, das ist mir jetzt echt peinlich. Wie du willst, ich werde das Wasser genießen, ja. Ich versuche gerade, die Leute einfach nur zu finden und nichts anderes gerade. Ich kriege gerade echt einen Vogel davon, dass man hier mit allen reden kann. Hallo, du bist nicht der... Achso. Gefällt dir die Stadt? Ich liebe sie. Das freut mich zu hören, auch wenn man ein wenig nach den besten Ecken suchen muss. Schaut ihr erstmal weiter um. Ich bin echt K.O. gerade vom extrem viel Lesen. Können wir jetzt weiter? Wir können sogar tatsächlich weiter. Oh Gott. Na, dann lass uns mal hier ein bisschen auf- und ablaufen, wa? Vielleicht können wir ein paar neue finden. Auch wenn ich echt gerne die Leute finden würde. Vielleicht im Surferladen. Da wäre das hier. Was ist ein Surfbrett? Oh Mann, ey, du bist scheiße. Hallo, oh Fremder, ich habe noch nicht in der Stadt gesehen. Ja. Ja, ich wusste erst, du hast diesen Blick. Bis später. Ich habe gerade keine Lust mehr, mit allen zu reden. Aber ich scheine nicht diese Leute hier irgendwo tatsächlich zu finden. Wir gehen mal weiter hoch. Wir haben zwar da unsere Aufgaben, aber ja. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, der Server ist down. Oh nein, wir werden angegriffen. Der Server ist wieder da. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ein Tateru. Okay, das ist nicht sehr aufregend. Wir setzen Tateru dagegen ein. Weil es hingebaut ist. Kannst du eigentlich warten. Ist eigentlich egal. Überlebt das Tateru da eh nicht. Weil nämlich mental gegen normal doppelten Schaden macht. Habe ich jetzt in meiner Akademie gelernt. Bist du eigentlich, Alter? Was bist du denn für ein Moloch? Oh, diese Serpentinen. Sie steil und meine Knie sind nicht mehr, was sie einmal waren. Na, ein bisschen Verzögerung hier war. Oh Mann, oh, ich will neue Temtems sehen. Nicht immer nur ein Tateru. Wo ist zum Beispiel die Sau? Kannst warten. Wo ist zum Beispiel die Sau? Ich hätte gerne die Sau.
Okay, taucht immer nur ein einzelnes Level 5er Tateru auf, wa? Das will sich echt mit uns anlegen, wa? Ah, es ist sogar nur Level 4. Tateros werden immer enttäuschender. Quietschi, 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 quietschi. Just saying. Siehst du die Felswand? Direkt dort drüben? Das ist eines der besten Orte zum Klettern in der ganzen Gegend. Du brauchst nur die richtige Ausrüstung und etwas Talent und schon bist du oben. Die Füße im Fels, der Kopf in den Wolken. Wir haben aber keine Ausrüstung. Ich kletter mal hier hoch. Der hat nichts an. Das ist schön. Da ist was drinne. Da ist ein Item. Du Schlingel-Item. Das verzögert jetzt aber alles ein bisschen, wa? Hallo? I can't move. I can't move anymore. Hello, I'm hanging fast. I'm stuck. I can't move. Ja, ich glaube, ich hänge hier fest. Dann machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ich glaube, ich hänge hier ein klein wenig fest. Deswegen kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich kann auch nicht mehr ins Menü gehen und nichts mehr. Ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Schade. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt aber erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder in der Akademie jede Menge lesen und lernen. Juhu! Oh Gott. Das war anstrengend. Es war wirklich anstrengend. Wirklich, wirklich. Aber egal. Wir können ja halt auch was lernen, ne? Wir müssen ja auch was lernen, weil es ist ja alles anders. Als Pokémon. Geringfügig. Hier gibt's mental statt Psycho. Nee. Na gut. Ja, des Weiteren müssen wir noch Yusuf und Roger finden und den Anhänger, wo auch immer wir den verlorenen Anhänger finden. Ob wir den überhaupt erst schon finden können oder ob wir dafür das Surfbrett brauchen. Wir müssen noch irgendwie das Surfbrett bekommen und ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir besteigen jetzt erstmal die Klippen, dessen Namen Testosteron-Klippen. Testosteron-Klippen, das ist gut. Die werden wir jetzt erstmal besteigen und dann, ja, schauen wir weiter, wie ich hier wieder... I'm stuck. Wie ich hier wieder wegkomme. Bis dahin bin ich jetzt erstmal raus, verabschiede mich und naja, bis zum nächsten Mal. Ich muss das Spiel jetzt abschießen, ne? Irgendwie. Ja, ich glaube schon. So, bin raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.